So, und jetzt habe ich den Tom und den Wolf hergenommen, um euch zu sagen, was in den anderen Büchern steht. Am Ende steht, liebe Kinder, die Geschichte ist nun zu Ende und merkt euch, am Schluss nimmt immer alles eine gute Wende. Das haben wir im vorigen Video schon gesagt, ganz wichtig zu wissen, dass Märchen gut enden. Und wenn man das verinnerlicht im Unterbewusstsein, wird es im Leben dann auch so sein, weil die Bilder, das, was man im Unterbewusstsein verankert hat, das tragt uns durchs Leben. Und das wissen wir, wenn wir es dann nachher falsch gemacht haben und irgendetwas Negatives in unserem Unterbewusstsein immer und immer wieder erleben in unserem Leben und dann auf die Spur gehen müssen, ja, wo ist denn da dieser Haken im Unterbewusstsein, den wir wegmachen müssen, damit sich etwas positiv wieder verändern kann. So, und jetzt komme ich aber gleich zum nächsten. Was schreibe ich beim Buchstabenmeister? Da ist es nämlich ganz anders. Liebe Kinder, die Geschichte ist nun zu Ende gelesen. Was meint ihr? War alles nur ein Traum gewesen? Jedoch solange es Buchstaben und Satzzeichen gibt und Kinder, die Geschichten lieben, solange wird es auch Geschichtenerzähler geben und das Buchstabenland leben. Hier geht es ja um die Buchstaben, um das Buchstabenland, um die Bücher. Darum gab es in diesem Buch ein anderes Schlusssätzle. So, und wenn ihr Fragen habt, bitte stellt die mir in die Kommentare rein. Ich würde mich darüber freuen, darauf per Video zu antworten. Bis zum nächsten Mal.